Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy 14 mit Albert Bestwin. Und heute beginnen wir das Finale der A Realm Reborn Storyline. Macht euch auf eine wilde Achterbahnfahrt gefasst. Albib, hast du einen Moment Zeit? Ich möchte dich bitten, nach Ida zu sehen. Sie war eng mit Mundida befreundet und nimmt sich ihren Tod sehr zu Herzen. Hoffentlich nicht zu sehr. Sie scheint gänzlich ihre Lebensfreude verloren zu haben. Sitzt in sich zusammengesunken im Sonnenstein und bläst Trübsal. Versuch doch bitte, sie ein bisschen aufzuheitern, ja? Oh, arme Ida. Ich kann schon verstehen, wenn die so gut befreundet waren, dass sie dann nicht so leicht drüber wegkommt. Hallo, Elvib. Ich. Ach. Wie mache ich hier etwas vor? Das nimmt mir doch keiner ab. Ich selbst am wenigsten. Ich versuch ja optimistisch zu bleiben, aber mir geht's wirklich nicht so gut. Aber was bringt es, untätig rumzusitzen und Trübsal zu blasen? Gar nichts. Moon würde mir ordentlich Beine machen. Also habe ich beschlossen, mich selbst aufzuheitern, indem ich meiner Freundin eine besondere Blume darbringe. Als Zeichen, dass ich mich nicht hängen lasse. Dafür habe ich schon eine Menfinia Margarite bei Rowena bestellt. Die müsste mittlerweile geliefert worden sein. Allerdings sind die Halsabschneider und ich nicht sonderlich gut aufeinander zu sprechen. Das Geld habe ich hier, daran soll es nicht scheitern. Aber so niedergeschlagen will ich mich Rowena nicht zeigen. Kannst du die Margarite bei ihr abholen? Natürlich, Ida, für dich doch immer. Danke, Elbe. Auf dich ist Verlass. Bringen Sie mir bitte nach Früher Forst. Dort warte ich auf dich. Okay. Halt, in die Richtung müssen wir. Ja, Rowena. Im Let's Play sehen wir sie weniger, weil die ist mehr so diejenige, wo man die ganzen Sachen, die man sich grindet, eintauschen kann. Aber sie ist halt eine Geschäftsfrau, die, ja, viele mal gerne über den Tisch haut, Tisch zieht. Und daher nicht so die beliebteste Person in Eorzea. Hallo, was kann ich für dich tun? Willst du mir ein lohnendes Geschäft vorschlagen? Ich bin ganz Ohr. Du erledigst einen Bodengang? Wirklich? Du, die Retterin Eorzeas? Diese faule Faustkämpferin sollte sich schämen, dich dafür einzuspannen. Du musst lernen, ab und an auch einmal Nein zu sagen. Sonst lassen sie dich noch die Chocobo-Stelle ausmisten. Also gut, das geht mich ja nichts an. Zurück zum Geschäft. Es geht um die bestellte Menfina-Margarite, nicht wahr? Ja, die ist angekommen und die Bezahlung stimmt. Also, hier, bitte sehr. Okay. Dann geht's zu Ida. Hallo, Ida. Rowena kann ja so penetrant sein. Jedes Mal, wenn ich bei ihr aufkreuze, will sie mir eine modischere Maske andrehen. Ich weiß gar nicht, was das soll. Mir gefällt meine Maske. Bin ich froh, dass mir diesmal ihre blöden Sprüche erspart geblieben sind. Los,
zeig schon her, die Blume. Hier. Moon Breeder hat diese Margariten geliebt. Moon fehlt mir so sehr. Aber ich verspreche dir, ich lass mich nicht hängen. Ich kämpfe weiter. Ich werde dich nie vergessen, Moon. Niemals. Es nimmt seinen Lauf. Was war das? Ich bin es. Kannst du mich hören? In Ishgard spitzt sich die Lage zu. Kommt sofort in den Sonnenstein. Schnell! Na dann beeilen wir uns mal. Was gibt's Neues? Was ist mit den Drachen los? Verzeih bitte, dass ich euch in eurer Trauer gestört habe. Von Munbridas tragischem Schicksal wurde mir erzählt. Welch schrecklicher Verlust für uns alle. Allerdings lassen uns die jüngsten Ereignisse in Ishgard kaum Zeit zur Trauer. Die Gesandte aus Kortas müsste jeden Moment hier eintreffen. Von ihr werden wir mehr erfahren. Die Gesandte aus Ishgard. Hab Dank, dass ihr mich in dieser Stunde der Not so kurzfristig empfangt. Die jüngsten Ereignisse in Ishgard lassen mir keine Zeit, dem üblichen diplomatischen Protokoll zu folgen. Dafür haben wir vollstes Verständnis, Seneschal Lucia. So berichtet uns bitte, was vorgefallen ist. Hat der Sturm der Drachen begonnen? Ja, so ist es leider. Die Drachen haben sich formiert und in einer ersten Angriffswelle das zentrale Hochland von Kortas mit Krieg überzogen. Die bisherigen Kämpfe verliefen blutig und, nun ja, nicht gerade zu unserem Vorteil. Erst als Großmeister Amrek seine Tempelritter und Eliteeinheiten aller vier Adelshäuser ins Feld führte, konnte da die Drachenblut vorerst zurückgedrängt werden. Dabei sind viele der Unseren gefallen. Viel zu viele. Und uns bleibt zweifellos nur eine kurze Verschnaufpause bis zur nächsten Angriffswelle. Es kommt mir nur schwerlich über die Lippen, aber die Verteidigung Ishgards wankt. Ich weiß nicht, wie lange wir dem Ansturm noch standhalten können. Das sind fürwahr beunruhigende Nachrichten, die ihr uns bringt, Seneschal. Daher nehme ich an, er sucht Verstärkung von uns. Ganz recht. Angesichts der dramatischen Lage können wir nicht länger für die Sicherheit der heiligen Stadt garantieren. Die meisten Ritter würden sich das niemals eingestehen, doch unangebrachter Stolz könnte unser aller Schicksal besiegeln.
Großmeister Emmerich wünscht, mit euch über eine mögliche Verstärkung zu verhandeln. Wohlan, ich werde umgehend seiner Einladung Folge leisten und mein Möglichstes tun, um Ishgard zu helfen. Zu meinem Bedauern muss ich euch jedoch vorwarnen, dass ich nicht alle Einheiten der Kristallschneider zur Verstärkung schicken kann. Wir dürfen die Unruhen in Ulda nicht gänzlich außer Acht lassen. Keine Sorge, das ist mir wohl bewusst. Und deshalb möchte ich noch eine weitere Bitte an euch richten. Der Bund der Morgenröte unterhält bekanntermaßen gute Kontakte zu den Stadtstaaten Eorzeas. Wärt ihr so freundlich, zwischen uns zu vermitteln? Ich werde liebend gerne Ishgards Anliegen an die staatlichen Gesellschaften herantragen, doch erhofft euch bitte nicht allzu viel davon. Mit einem schnellen Eingreifen ihrerseits ist nicht zu rechnen. Ja, leider. Und daran trägt Ishgard zum Teil selbst Schuld. Unser Verhältnis zur Eorzeischen Allianz war bisher nicht das Beste. Es wäre kaum verwunderlich, stieße unser Hilferuf nun auf taube Ohren. Doch Ishgards Schicksal steht auf Messerschneide. Wir dürfen nichts unversucht lassen. Ich verstehe. Dann werde ich Mitglieder des Bundes in alle Stadtstaaten entsenden, um dort Ishgards Anliegen den Anführern der staatlichen Gesellschaften vorzutragen. Für den Erfolg kann ich nicht garantieren. Und angenommen, sie sind bereit zu helfen, so werden sie höchstwahrscheinlich Gegenleistungen verlangen. Das wäre nur recht und billig. Ishgard ist zu Zugeständnissen bereit und seid versichert, dass ich in dieser Angelegenheit mit der Autorität des Großmeisters und dem Segen der päpstlichen Kurie spreche. Kriegerin des Lichts, gestatte mir, zum Abschluss noch ein persönliches Wort an dich zu richten. Unabhängig von meinem diplomatischen Auftrag hat Großmeister Emmerich seinen Wunsch Ausdruck verliehen, sich auch mit dir zu unterhalten. Du standest dem legendären Midgard-Sommer gegenüber und hast überlebt. Möglicherweise kannst du uns einen wertvollen Rat erteilen, wie den Drachen zu begegnen ist. Vielen Dank. Ganz Ishgard und ich stehen bereits jetzt tief in deiner Schuld. Also dann, Elbib. Unser beider Wege führen nach Camp Drachenkopf. Ich schlage vor, dort treffen wir uns und machen dann gemeinsam Großmeister Emmerich unsere Aufwartung. Alle Schuld liegt bei Ihnen. Alles nahm von hier seinen Lauf. Des Himmels! Die Mauer, die euch abhielt, ist fort! Nun liegt das Nest des Bösen vor euch, bar und blank! Beendet den Krieg mit Klauen und Flammen und loderndem Zorn! Ach du Schreck. Schnell nach Camp Drachenkopf.
Alfino, weißt du schon das Neueste? Da war ich wohl wieder etwas schneller als du, Elbe. Allerdings scheint es ohnehin, als ließe unser Gastgeber noch auf sich warten. Derweil habe ich von einem Angriff der Drachen auf das Tor des Urteils gehört. Ich würde sagen, uns bleibt noch genügend Zeit, um mehr darüber herauszufinden. Begleitest du mich zum Tor? Mal sehen, was die Ritter dort zu erzählen haben. Tor des Urteils ist kein gewöhnliches Tor. Es stellt die äußerste Verteidigungslinie der heiligen Stadt dar und war durch mächtige Zauber verstärkt. Doch den Angreifern konnten wir nichts entgegensetzen. Gar nichts. Da stand sie leibhaftig vor uns. Eisherz, ich zitter noch immer am ganzen Leib. Mir ist so kalt, so schrecklich kalt. Verdammte Heretiker! Sollen sie sich trauen, wiederzukommen, werde ich einen nach den anderen von ihnen zur Strecke bringen. Keine Panik, alles nicht so schlimm. Einige der magischen Barrieren sind noch intakt. Die Stadt, unsere Familien sind sicher. Eines muss man Eisherz lassen. Sie fackelten nicht lange. Das war ein herber Schlag für Ishgard. Hier seid ihr. Wir hatten euch in Helm Drachenkopf erwartet. Ich bitte um Verzeihung. Als wir von dem Angriff auf das Tor erfuhren, wollten wir uns selbst ein Bild von der Lage machen. Dann habt ihr sicher bereits gehört, dass die Heretiker von Eisherz persönlich angeführt wurden. Dabei ist es der Hexe gelungen, die äußeren magischen Barrieren Ishgards zu zerstören. Alles Weitere sollen wir direkt mit Großmeister Emmerich besprechen. Er hat soeben Camp Drachenkopf erreicht. Bitte folgt mir. Eisherz schreckt aber auch wirklich vor gar nichts mehr zurück. Ein direkter Angriff auf die Stadt. Das war bis vor kurzem undenkbar. Ich bin gespannt, was Emmerich dazu zu sagen hat. Los, zurück nach Drachenkopf. Unser guter Herr Chiffon wird uns sicher umgehend zu Großmeister Emmerich vorlassen. Hallo, Archefond. Ah, Elbib, in voller Pracht. Ishgard blickt in den Abgrund, da reichst du uns deine starke Hand. Das macht mir Mut. Ein falscher Schritt und alles ist verloren. Doch deine heldenhafte Präsenz gibt uns Halt und Zuversicht. Großmeister Emmerich schlug mir auf, euch zu ihm ins Empfangszimmer im Nebengebäude zu schicken. Dort erwartet er euch bereits. Na da, auf zu Großmeister Emmerich. Sei gegrüßt. Großmeister Emmerich ist bereit, dich zu empfangen. Darf ich dich zu ihm vorlassen? Ja, natürlich. Vertont, hätte jetzt gedacht. Habt Dank für euer zügiges Erscheinen. Wenigstens ein Lichtblick in dieser dunklen Stunde. Eisherz hat uns einen schweren Schlag versetzt. Ja, wir haben mit einigen Überlebenden am Tor des Urteils gesprochen. Die Lage ist dramatisch und wir hätten vollstes Verständnis, falls ihr unsere Unterredung verschieben möchtet.
Sicher erfordert die Verteidigung der Stadt eure ganze Aufmerksamkeit. Nicht ganz, ehrenwerte Alfino. Dieses Gespräch mit euch hat Vorrang. Sobald wir alles Wichtige besprochen haben, werde ich unsere Kräfte sammeln und retten, was noch zu retten ist. Bevor wir darüber sprechen, wie ihr uns möglicherweise helfen könnt, möchte ich euch einen alten Freund und Kampfgefährten vorstellen. Hanchefon? Na, den kennen wir doch. Deswegen habe ich die Pikiniers-Quest bis Level 50 gemacht. Damit man ihn schon kennt. Darf ich vorstellen? Estinien, der Azur-Drachenreiter. Ein Dragoon? Ein Drachenbezwinger? Es ist mir eine Ehre. Alle Dragoons sind furchteinflößende Lanzenkämpfer mit einem legendären Ruf. Doch unter ihnen ist Estinien etwas Besonderes. Er gebietet über die Kraft eines Drachen und vermag einer Horde der geschuppten Bestien ganz allein das Fürchten zu lehren. Du bringst mich in Verlegenheit, Emmerich. Außerdem hatten wir bereits das Vergnügen. Unser Gast ist selbst eine Azur-Drachenreiterin. Sie hat bewiesen, dass sie mir ebenbürtig ist und weiß, dass ich mit Nitox Blut besudelt bin. Nicht wahr, Elvib? Keine Sorge, ich bin heute nicht gekommen, um eine Revanche zu fordern. Und diesen Satz hätte man nicht gehabt, wenn wir den Dragoon nicht schon gemacht hätten. Lasst mich euch verraten, was wir aus den gefangenen Heretikern herauspressen konnten. Wir wissen nun, worauf Eisherz es abgesehen hat. Gemeinsam mit den Drachen will sie das Auge des Drachen, Nitox Auge, rauben. Nitox? Einer der sieben hohen Drachen? Wenn ich mich nicht irre, handelt die Gründungslegende Ishgards davon, wie Nitox vertrieben wurde, doch seither immer wieder über Kartas herfällt. So ist es. Nitox ist eine Plage, die uns schon unzählige Male heimgesucht hat. Einst wurde er von Haldrad, einem der Gründungsväter Ishgards, besiegt. Haldrad stach ihm ein Auge aus, das Auge des Drachen, ein Artefakt von schier unermesslicher magischer Kraft. Sollte es jemals wieder in Nitox Klauen fallen, würde es ihm seine ursprüngliche Macht zurückgeben. Nichts und niemand könnte ihn dann noch aufhalten. Ishgard wäre verloren. Genau, darum ging es ja auch in der Dragoon Shop Quest. Nitox, mein Fleisch und Blut, sucht Ishgard seit über 1000 Jahren heim. Kein Sterblicher kann auch nur erahnen, wie sehr sein Herz von Groll zerfressen ist. Das Auge des Drachen wird in einem Bereich des päpstlichen Palastes aufbewahrt, der durch zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen geschützt ist. Zusätzlich wird es Tag und Nacht von Rittern bewacht, die ihren Heldenmut und ihre Loyalität mehrfach unter Beweis gestellt haben. Allerdings steht zu befürchten, dass all diese Vorsichtsmaßnahmen nicht ausreichen. Mit den Heretikern allein würden wir kurzen Prozess machen, doch einigen der Drachen sind wir womöglich nicht gewachsen. All die Jahre haben sie auf den Augenblick der Vergeltung gewartet. Geduldig, berechnend, unnachgiebig. Diese nahezu unsterblichen Wesen haben ein ganz anderes Zeitgefühl als wir. Das gilt besonders für die sieben hohen Drachen, die Jahrhunderte, wenn nicht gar Jahrtausende lang schlafen, bloß um eines Tages plötzlich zu erwachen und ihr Unwesen zu treiben, als hätten sie nur eine Nacht geruht. Nitox letzte Ruhephase endete unseres Wissens nach vor etwa 20 Jahren. Seitdem sammelt er seine Kräfte für seinen nächsten Rachefeldzug und wir arbeiten schon genauso lange am Ausbau unserer Verteidigungsanlagen.
Und nun? Hat sich die Ausgeburt der Boshaftigkeit mit Eisherz verbündet? Darüber können wir nur Mutmaßungen anstellen. Wir wissen, dass Eisherz es auf das Auge abgesehen hat, doch wir wissen nicht genau warum. Tatsache ist, dass Eisherz eine große Bresche in Ishgards Schutzwall geschlagen hat. Diese offensichtliche Schwachstelle werden die Drachen zweifellos ausnutzen. Ich verstehe nun eure missliche Lage, doch warum erzählt ihr uns das so genau? Wie können wir euch helfen? Ich will ganz offen zu euch sein. Ishgard braucht dringend Verbündete im Kampf gegen die Drachen. Helft uns, die Stadt zu verteidigen. Damit hatte ich schon gerechnet. Bedenkt jedoch, dass ich die Lage diesmal anders darstelle als bei unserer Vereinbarung bezüglich des Hüters des Sees. Dieser Konflikt spielt sich ausschließlich zwischen Ishgard und den Drachen ab. Als die Eoseische Allianz Ishgard um Hilfe beim Marsch der Weißen bat, blieben Ishgards Tore verschlossen. Meint ihr nicht, dass es etwas unverfroren erscheinen mag, nun im Gegenzug uns um militärische Hilfe in Ishgards privatem Krieg zu bitten? Da wage ich nicht, euch wieder zu widersprechen, ehrenwerter Alfino. Doch bedenkt, welche Folgen Ishgards Niederlage hätte. Die Drachen würden nicht lange hier verweilen, sondern siegestaumelnd in ihre Heimat der Vanya zurückkehren. Die Ruinen Ishgards würden alsbald im Schnee versinken und ganz Körters beherrschten Banditen und wilde Stämme. Glaubt ihr, die Galeer würden dem tatenlos zusehen? Nein, sie würden dieses Machtvakuum füllen und sich unser Land einverleiben. Wie Alamigo zuvor würde Körters als galeische Provinz enden. Die Auswirkungen würden sich nicht auf Mordona beschränken. Könnte Eisherz es von Anfang an darauf abgesehen haben? Na gut, ihr habt mich überzeugt. Es liegt in unserem eigenen Interesse, die Bestien aufzuhalten, die unweigerlich dem Ruf des Hohen Drachen folgen. Über den Ruf gibt es... Emmerich, wenn du gestattest, erkläre ich es. Durch das Auge des Drachen habe ich mir Nitox Kraft einverleibt. Ein großer Teil seiner Essenz wallt durch meine Ader. Kein Grund zur Sorge. Ich bin bei rechten Sinn und stelle für euch keine Gefahr dar. Allerdings versetzt mich das Drachenblut in die Lage, den Ruf zu verstehen. So sprecht, was habt ihr vernommen? Nitok hat den Ruf ausgestoßen und damit seine Sippe gegen Ishgard aufgehetzt. Gemeinsam wollen sie das letzte Glied von Dunifins Kette sprengen, die innerste und mächtigste magische Barriere Ishgards. Sein Ruf ist erklungen und der Kampf unausweichlich. Die Lage ist ernst, ohne Zweifel, doch versuchen wir, sie positiv zu sehen. Sie bietet den Stadtstaaten Eoseas die Gelegenheit, näher zusammenzurücken. Großmeister Emmerich ist ein harter Verhandlungspartner und er vertritt die Interessen seines Landes, das mit dem Rücken zur Wand steht. Aber hast du seinen Gesichtsausdruck gesehen, als er uns offiziell um Hilfe gebeten hat? Heimlich war er schon lange dafür, dass sich Ishgard mit den anderen Stadtstaaten Eoseas verbündet. Doch ist nun unter dem Druck dazu... Dass es nun unter Druck dazu kommt, muss für ihn eine persönliche Genugtuung sein, wenn auch angesichts der Umstände mit einem höchst bitteren Beigeschmack. Wir haben viel zu tun. Packen wir es an. Ja, packen wir es an, aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.